Recht herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ich stehe hier für das Insur-Konsortium und vertrete Herrn Professor Hanselka, der auch ganz liebe Grüße schickt. Vielen Dank, dass ich hier da sein kann. Insur ist ja, wie gesagt, eins von den großen vier Projekten. Ich habe hier nochmal die Fragestellung aufgelegt. Und bei Insur geht es darum, wie kann man eben das Stromnetz an eine unregelmäßige Versorgung anpassen, wenn ich jetzt vor allen Dingen an Wind und Photovoltaik denke, die eben nun fluktuierend sind, was denn ja auch genau in den anderen Projekten, dem zweiten und dritten, genauso widerspiegelt. Und bei der Zusammenstellung des Konsortiums, bei der Überlegung, was wollen wir machen, was sind die dringenden Fragen, die hier eben für die Energiewende in Deutschland zu lösen sind, dann haben wir uns vier Fragen aufgestellt. Welchen Anteil werden zentrale, dezentrale Versorgungselemente am Gesamtsystem mit mehreren Energieträgern einnehmen? Ganz wichtig, mehrere Energieträger, das ist vorher auch schon angesprochen. Nicht nur Strom, auch Wärme, auch Kraftstoffe, auch Gase, Wasserstoff. Die ganze Information spielt eine Rolle, die ganze Sicherheit, Security kommt da immer mit ins Spiel, wenn es auch um IKT geht. Das Gesamtsystem muss betrachtet werden, nicht Einzelaspekte, die schon kompliziert genug sind, sondern die Zusammenbindung dieser Einzelaspekte und dann eben die Frage dezentral, zentrale Versorgungselemente. Das ist nicht das eine oder das andere, es ist immer beides zusammen, aber wie kann ich das ideal zusammenbinden? Dann die zweite Frage ist dieses Gesamtsystem stromseitig aufgrund der Natur, eben der erneuerbaren Energien, die wir ja verstärkt in Deutschland jetzt nutzen wollen, paradigmatisch hin zu einem vernetzten, intelligenten System aus Stadt-Umland-Einheiten hin zu entwickeln. Vernetzt ist ja auch schon gefallen, intelligent und sicher muss es sein. Und wenn wir denn in Richtung unseres Demonstrators denken, wollen wir auch eine typische Stadt, ein typisches Umland betrachten. Wir wissen noch nicht so genau, wo es ist. Wenn man die Partner anguckt, kann man sich das vielleicht denken. Aber wie kann man hier solche Einheiten intelligent zusammenbinden, dass die praktisch über die Zeit lokal begrenzt autark wirken können. Was für eine Rolle spielen dann hier Übertragungs- und Verteilnetze? Gerade Übertragungsnetze, wenn man in die Öffentlichkeit guckt, spielen eine sehr große Rolle, werden stark diskutiert. Und hier wollen wir eben fachlich dazu beitragen, Lösungsoptionen anzubieten, um dann schlussendlich eben Versorgungssicherheit zu garantieren, Stabilität zu garantieren und auch den ganzen Aspekt der Sicherheit hier gut und korrekt abbilden zu können, faktenorientiert. Wir haben uns denn hier zu unserem Projekt Energienetze Strukturen für die Energiewende, heißt Insur ausgesprochen, so aufgestellt, dass wir in der ersten Phase eben Grundlagenforschung machen. In der zweiten Phase wollen wir denn den Demonstrator, den wir im Hinterkopf haben, der in der letzten Phase denn realisiert wird, der denn auch groß und sicher auch teuer ist, hier vorher erst im Pilotmaßstab umsetzen und untersuchen. Da gibt es ja auch schon in Deutschland, wenn ich die Forschungszentren angucke, wenn ich die Universitäten angucke, diverse Demonstrationsmöglichkeiten. Ein Stichwort ist Energy 2.0, was die Helmholtz-Gemeinschaft mitfinanziert, um dann eben in der letzten Phase einen Großdemonstrator anzugehen, der dann in der Wirklichkeit errichtet wird und wo eben vor allen Dingen gesellschaftliche Aspekte wichtig sind. Wir müssen die Menschen da ja mitnehmen. Wir haben 23 Partner, deutlich weniger als Ihr Konsortium jetzt hier, Herr Renn, aber nicht weniger spannend. Und das ist auch eine Herausforderung, die Wissenschaftspartner, akademischen Partner, Institutionen aus der Wirtschaft und der Gesellschaft hier zielführend zusammenzubinden. Da an der Stelle auch einen ganz recht herzlichen Dank ans Ministerium. Sie haben uns da sehr geholfen, das in dieser Struktur zusammenzubinden, wie wir das haben. Wir haben 6 Kernpartner genommen, die, wenn ich jetzt gerade auch Siemens und ABB angucke, als große Industrieunternehmen oder E.ON als ein EVU und TenneT als ein Netzbetreiber, die Institutionen haben sich auch hier in dem Konsortium committed, in der letzten Stufe, wenn es in einen Demonstrator geht, auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen und ihre Infrastrukturen zu nutzen, um sowas denn wirklich umzusetzen, weil hier die RWTH Aachen und KIT als akademische, als Forschungsinstitutionen, wir bereiten den Weg am Anfang mit, aber am Schluss haben wir dann natürlich nicht mehr das Kleingeld. Wir haben auch einen Fachbeirat, ja.
Wir haben insgesamt 6 Universitäten, 6 Forschungseinrichtungen, 2 NGOs, die, ist ja vorher auch schon immer wieder angesprochen worden, genau die Fragen stellen, die wir denn vielleicht als Forschungseinrichtung manchmal vergessen. Und 3 Wirtschaftspartner, die, wenn es an die Demonstration geht, dann auch entsprechend ihre Infrastrukturen, ihre Firmen und ihre Netzwerke mit zur Verfügung stellen, um dies dann realisieren zu können. Insgesamt in der ersten Phase 30 Millionen über die BMBF-Förderung plus 10 Millionen, was von den Industriepartnern als ihr Eigenanteil dazukommt. Wir sind so organisiert, Herrn Säger ist für die erste Periode der Sprecher des Konsortiums. Wir haben dann einen Projektausschuss, in dem jeder Partner einen Vertreter schickt. In dem Projektausschuss wird alles diskutiert, was für das Projekt wichtig ist, alles vorbereitet, was an Entscheidung schlussendlich vom Direktorium getroffen werden muss. Und fachlich haben wir uns in 5 Cluster aufgeteilt. Das Cluster 1, da geht es um sozioökonomische Rahmenbedingungen. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir noch so toll in der Technik sein. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, wenn wir die Gesellschaft nicht mitnehmen, wenn die Politik uns da nicht mit unterstützt, dann funktioniert das Ganze nicht. Deshalb ist das für uns ein wichtiges Cluster. Denn Cluster 2, Systemstrukturen. Ich gehe nachher nochmal im Detail drauf ein. 3, die Systemführung. Wenn wir wissen, wie soll das aussehen, wie ist die Topologie, wie können die einzelnen Elemente aussehen, dann muss ich die ja miteinander verbinden, muss die entsprechend steuern und regeln. Braucht da ganz sicher neue Technologien, das ist das größte Cluster, da geht das meiste Budget rein in neue technologische Entwicklungen und Komponenten. Und dann am Schluss eben die Konzeption des Netzdemonstrators. Jetzt denken wir das an, weil wir müssen ja jetzt Grundlagen legen. Wenn ich mit einem gewissen Technology Readiness Level anfange, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis ich es denn einbauen kann. Also gewisse Dinge, die wir heute grundlegend erforschen, wissen wir, können wir nicht in den Demonstrator einsetzen, aber müssen wir im Hinterkopf behalten. So, wie sieht es jetzt noch mal ein bisschen mehr im Detail aus? Im Cluster 2, Systemstrukturen, da wollen wir ein sinnvolles Verständnis von zentralen und dezentralen Versorgungselementen ermitteln. Wie wechselwirken die? Wo ist Zentralität sinnvoll? Wo kann ich dezentral sein, gerade wenn ich mich mit erneuerbaren Energien auseinandersetze? Wie sind hybride Systemstrukturen, haben wir ja vorgehört, nicht nur Strom denken, auch die anderen Energieformen mitdenken. Wenn ich die einzelnen Komponenten habe, dann brauche ich integrierte IKT, Informationskommunikationstechnologie, um hier Systemführungskonzepte zu erarbeiten, die einmal das Ganze stabil halten, die Versorgungssicherheit gewährleisten und die mir auch eine vernünftige Bilanzierung erlauben, sodass am Schluss muss es ja irgendwo auch ein bisschen wirtschaftlich sein. Das heißt, das darf ich nie aus den Augen verlieren. Und auch der ganze Aspekt der Systemdienstleistung wird hier adressiert. Das ist ja auch ein Merkmal des deutschen Mittelstands, der deutschen Industrie, hier Dienstleistungen gut und zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Dann neue Technologien. Hier werden wir neue Leistungs- und Informationstechnologien entwickeln. Zum Beispiel, wenn man an die Übertragungsleitung denkt, wenn man an die HGÜ-Technologie denkt. Jeder redet davon, diese Hochvolt-Gleichspannungsübertragungstechnologien als eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Wenn ich das als Netz mache, wird schon deutlich komplizierter, wenn ich das auch noch regeln will. Und wenn ich dann sage, okay, ich will es wirklich verlustfrei machen, ich will hier Supraleitungstechnologien einsetzen, Hochtemperatur-Supraleitungstechnologien, haben wir in Essen schon mal gemacht, funktioniert gut, aber das ist halt ein Kilometer. Den Kilometer können wir, aber jetzt würden wir vielleicht mal auf 500 Kilometer gehen oder vielleicht auf ein Netz. Das ist nur ein Beispiel. Ob das sich da realisieren lässt, wissen wir nicht. Das ist so jetzt mein Wissenschaftlerkopf, der da einfach Wunschvorstellungen und Ideen hat. Neue Technologien hier ausprobieren. Dann Cluster 1, haben wir ja vorher schon mehrfach gehört. Technische, wirtschaftliche, ökologische, gesellschaftliche Aspekte. Das ist die Klammer, deshalb auch genauso grafisch umfassend dargestellt. Der Transformationsprozess, der hier heute ganz maßgeblich diskutiert wird, wird mitgedacht. Und da ist auch ganz wichtig, haben wir ja vorher gesagt, wir wollen wirklich versuchen, diese Projekte zusammenzudenken.
auch vielleicht vom Informationsaustausch, das haben wir heute beim Mittagstisch ja diskutiert, dass, wie Sie vorstellen, innerhalb Ihres Konsortiums zu diskutieren, werden wir ganz sicher auch bei Ensure nachdenken. Ich glaube, da sind ganz tolle Ansätze bei Ihnen da. Und dann, wie gesagt, der letzte Punkt, Konzeption des Netzdemonstrators. Da wollen wir eben multimodal, soll hier nicht nur ein Schlagwort sein, sondern wirklich realisiert werden, so ein Netzdemonstrator für eine zukünftige energetische Versorgung eines urbanen Systems mit Umfeld darstellen. Und insgesamt heißt es, wir wollen das Energiesystem unter Berücksichtigung aller Energieträger verbessern, optimieren, Optionen aufzeigen. Und wir wollen hier zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Energiewende mit Ensure beitragen, sodass denn alle Stakeholder profitieren, die Technologielieferanten, die Infrastrukturbetreiber, die Stromkunden und natürlich auch wir von der Forschung, von der Wissenschaft. Und dann bin ich schon fast am Ende, zwei Folien habe ich noch. Hier kann man sich dann nochmal die einzelnen Arbeitspakete angucken, gerade was die sozioökonomischen Rahmenbedingungen anbelangt, haben wir uns sogenannte Storylines überlegt. Also wir wollen mit Zielgruppen diskutieren, um eben hier auch verschiedene Szenarienanalysen modellbasiert durchführen zu können, um zu wissen, wie denkt die Gesellschaft, was können wir umsetzen. Bei der Systemführung, wie gesagt, da geht es um IKT, da geht es um Versorgungssicherheit, da geht es aber auch um Schutzkonzepte, dass niemand in diese Systeme einbrechen kann und die dann von außen steuern kann. Bei den neuen Technologien bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber nie vergessen, sozioökonomische Bewertung, die Wirtschaftlichkeit muss immer gewährleistet sein. Und dann eben am Schluss der Netzdemonstrator, wo es darum geht, verschiedene Use Cases sich zu überlegen, um dann sinnvoll einen großen Demonstrator zu definieren. Das ist unser Team, das war damals unser Gruppenfoto. Wir sind stolz, so ein tolles Team zusammen zu haben, wo wirklich ganz viele Aspekte repräsentiert werden. Wir haben eine richtig gute Kooperation mit dem Projektträger, das wollte ich hier auch nochmal sagen, das macht richtig Spaß. Würden wir gerne 10 Jahre durchhalten. Und eins noch, wenn Sie sich hier die Gesichter angucken, das sind ganz viele junge Gesichter, so wie auch hier im Raum. Und ich habe das an verschiedenen anderen Projekten auch schon gesehen. Die jungen Leute, die organisieren sich selber, um die braucht man sich keine Sorge zu machen. Aber eben dieses Wechselspiel Industrie, Politik, Forschung erübrigt den vielen Doktoranden hier so unheimlich gute Karrierewege. Die lernen schon so früh mögliche Arbeitgeber kennen. Vielleicht können wir da auch was machen, dass wir diese jungen Leute über die Projekte austauschen. Das machen die alleine, wir müssen ihnen nur die Tür aufmachen und dann mache ich mir da keine Sorge, dass wenn ich mal gehe, dass da tolle junge Leute nachkommen. Vielen Dank.